Hallo auf meinem YouTube-Kanal im Küchengarten. Heute gibt es mal wieder ein Video aus der Kategorie ökologisch, nachhaltig und nützlich im Haushalt. Jeder von uns kennt wahrscheinlich das Problem von Kalkablagerungen und Schmutzresten in Küche und Bad. Vor allem der Kalk kann richtig verkrustet und hartnäckig werden, wenn man nicht permanent hinterher putzt. Als Lösung dafür bleiben einem oft nur die aggressiven Chemiekeulen aus dem Supermarkt. Wenn man an denen riecht, weiß man schon, dass da irgendwas für die Umwelt oder auch für unsere Gesundheit nicht so ganz stimmen kann. Eine Alternative dazu stellt der Essigreiniger dar, allerdings mag diesen Geruch auch nicht jeder in seinem Haus haben. Ich mache mir da regelmäßig etwas ganz anderes, und zwar aus Zitronensäure, die auch extrem gut gegen den Kalk hilft. Das ist ganz einfach schnell gemacht, und wenn ihr euch andere Putzmittel im Haus herstellt, dann lohnt sich die Investition in kristalline Zitronensäure unbedingt. Kommt mit in meine Hexenküche, ich zeige euch schnell, wie es geht. Zu den Zutaten, wir haben hier eine alte Sprühflasche von einem herkömmlichen gekauften Reiniger, ein kleiner Trichter, mit dem ich die Sachen in die Sprühflasche einfüllen werde, 500 ml lauwarmes Wasser, lauwarm deswegen, weil sich die Zitronensäure darin besser löst. Hier haben wir 50 Gramm kristalline Zitronensäure, die bekommt ihr in jeder Drogerie oder online. Ich habe meine gleich in einer großen Box bei dem bekannten Versandhandel bestellt. Zitronensäure ist ein wunderbarer Kraft- und Kalklöser. Allerdings müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr Natursteine habt. Die solltet ihr damit nicht reinigen, weil sich damit Teile aus den Steinen lösen könnten und somit die Steine beschädigt werden würden. Dann haben wir hier einen Teelöffel Spülmittel. Ich habe hier biologisches Spülmittel für den Schaum und die Fettlösekraft. Und dann noch ein ätherisches Öl. Ich habe wahnsinnig gerne Lavendel. Da kommen 10 bis 15 Tropfen hinein. Erhöht die Reinigungskraft und spendet einen angenehmen Duft. Ihr könnt da jegliches ätherisches Öl verwenden, das ihr gerne wollt, wie Zitrone, Orange, Teebaumöl. Das bleibt euch überlassen, das ist ganz der persönlichen Präferenz nach. Ja, und diese Zutaten mischen wir nun einfach in dieser Sprühflasche zusammen, lösen die Zitronensäure gut auf und das war's auch schon. Jetzt schauen wir uns den Spray mal in Action an. Und zwar ist hier die Armatur meines Küchenwaschbeckens. Da sieht man schon recht starke Kalkrückstände. Die spraye ich jetzt mit diesem selbstgemachten Kalklösespray ordentlich ein und lasse es ein paar Augenblicke einwirken. Danach wische ich das Ganze mit einem weichen Tuch ab. Und siehe da, ein voller Erfolg. So gut wie neu. Das ist doch wirklich schnell und ruckzuck gemacht, oder? Ich kann euch da wirklich nur empfehlen, das selbst auszuprobieren. Erstens spart ihr euch eine Menge Geld, denn all die Zutaten für so eine Flasche ergeben nur ungefähr 50 Cent an Kosten. Also das zahlt sich wirklich aus und es schont die Umwelt, eure Gesundheit
Das sind alles Argumente, die dafür sprechen. Jetzt noch kurz zu dem Gewinnspiel, also zu der Verlosung meines Garten-YouTuber-Adventkalenders. Da ist ja am Montag dieser Woche die Meldefrist für die Gewinner abgelaufen. Leider haben sich nicht alle gemeldet. Das heißt, ich werde jetzt die neuen Gewinner verlosen, denn ich möchte all meine Samenpakete unter die Leute bringen, unter euch, meine lieben Abonnenten und Kanalschauer. Die neuen Gewinner blende ich jetzt hier ein. Bitte meldet euch bis spätestens nächsten Montag, das ist der 17. Januar 2022, damit ich eines der Pakete an euch losschicken kann. Ich danke euch wie immer sehr fürs Zusehen. Hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar, ob ihr diesen Badezimmer- und Küchenreiniger selbst ausprobiert habt, wie ihr damit zufrieden seid. Gebt dem Video einen Daumen rauf. Wenn es euch gefallen hat, damit mein Kanal weiter wachsen kann und darf, ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit und wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!